So, moin Boys. Oder hallo Boys. Je nachdem halt, wie es passt. Ja, mein allererstes Let's Play. Nur für meinen Star Wars Kanal auf VidMe. Und genau, wie ich gesagt hatte, wir fangen einfach mal an mit einem exklusiven Spiel auf diesem Kanal. Denn ja, es lohnt sich. Doch, einfach mal vorbeizuschauen. Ja? Einfach mal den Kanal zu abonnieren, denn ich habe versprochen, ich mache auch eigenständige Sachen. Und wir spielen Star Wars Lethal Alliance. Das ist ein Star Wars Spiel, was, glaube ich, die allerwenigsten von euch kennen, denn es ist für die PSP erschienen und ist eigentlich ganz cool. Ich habe es auch noch nie gespielt. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich glaube, Star Wars Boy passt nicht hin. Deswegen nennen wir uns einfach mal Boy. Also ich begrüße alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Die alten Hasen. Ja, wir speichern erstmal. Und dann kann es gleich direkt losgehen. Alles klar. Einzelspieler, Multiplayer. Wir machen mal neue Story, Einzelspieler. Genau. Ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Boah, leicht ist, weiß ich nicht. Ich glaube, so pussyhaft. Ich würde mal sagen, komm, das Spiel empfiehlt mir normal. Dann spielen wir auch auf dieser Schwierigkeit. Nicht zu einfach und nicht zu schwer. Hoffe ich mal. Das. Genau. Das muss ich überspringen. Kann ich das überspringen? Ich kann es, glaube ich, überhaupt nicht überspringen. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht in der Copyright. Genau, okay, egal. Ach, scheiße. Okay, gut. Ich habe nichts weggedrückt. Ja, Story weiß ich jetzt nicht. Benutze das Analogpad, um Rihanna zu bewegen. Unsere Protagonistin. Das sind wir, Rihanna. Coruscant, untere Straßen. Drücke L oder R, um die Kamera nach links oder rechts zu drehen. Um die Kamera zurückzusetzen, drücke beide und lass dann los. Halt. Ah, okay. Sehr gut. Es spielt zu der Zeit, zu Jedi Academy Zeiten, denn, oder ja, 10 Jahre, glaube ich, nach Yavin. Denn, ja, wir müssen Kyle Katarn finden. Den gibt es auch in diesem Spiel. Okay. Ich glaube, ich müsste aber genau den Sound. Gut, die Musiklautstärke kann ich ausstellen. Muss ich ausstellen, tut mir leid. Denn aus copyright-technischen Gründen. Können wir das nicht machen? Das geht nicht. Möchte Star Wars nicht. Ach, bestätigen muss ich noch. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt, ja. Ich glaube, ich habe beendet, oder? Geht schon mal gut los, ja? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht beenden gedrückt. Ich glaube schon. Nee, habe ich nicht. Okay, aber ich musste speichern. Ach, gucke mal an. Hier führt uns ein Pfeil hin. Erfasse das Ziel. Drücken von L plus R. Ui. Warte mal.
so. Ah, okay, gut. So, hier. Hab dich im Visier, ich mach dich kaputt. Sofern ein Ziel bereits erfasst ist, kann sich Rihanna um das Ziel bewegen. Drücke Kreis, während du dich bewegst. Cool. Coole Sache. Ist ja nice. Weil Rihanna heißt ja. Rihanna, nicht Rihanna, sondern Rihanna. Oi, Alarm, Alarm, Alarm. Sofern ein Ziel bereits erfasst. Ja, okay, gut. Guck mal, wir können jetzt richtig ausweichen. Das macht richtig Spaß. Ja, mit dem Spiel habe ich echt Spaß. Ich schau mal, ob ich irgendwann mal meine ganzen Star Wars Let's Plays auf Super Siemens re-uploade. Denn ich will dieses Spiel ja nicht noch ein zweites Mal, muss ich mal gucken, spielen. Ich habe ja, wie ihr wisst, auch Bounty Hunter und sowas Let's Played. Episode 1, Power Battles und. Das geht ja eigentlich fix. Das kann man mal machen. Wenn ich genug zur Verfügung habe an Speicher, kann ich das auch mal machen. Ziel erfüllt, finde Kyle Katarn. Rihanna Sarin. Korrekt. Ich habe viel über euch gehört. Es entspricht alles der Wahrheit. Was wollt ihr? Was wisst ihr über die schwarze Sonne? Es ist die größte kriminelle Vereinigung auf Coruscant. Wusstet ihr von ihrem Lagerhaus in diesem Sektor? Ich hörte Gerüchte. Dort befinden sich Kisten, die als imperiales Frachtgut ausgewiesen sind. Ihr müsst einbrechen und eine davon an euch nehmen. Ihr meint stehlen? Klingt gefährlich. Einsätze gegen die schwarze Sonne kosten extra. Nennt mir den Preis. Die Hälfte zahle ich sofort, den Rest bei Übergabe. Ihr habt euren Dieb. Um Gottes Willen, was war das für eine Konversation? Irgendwie sind die Synchronsprecher nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Und für, egal. Okay, wohin? Kein Pfeil, der mir den Weg erwiesen tut. Ach so. Okay. Ja, habe ich schon verstanden. Ach du Scheiße. Um Hindernisse zu überwinden, drücke... Ja, ist mir schon klar. Ach so. Vorne rennen. Nach vorne rennen und springen. Springe ich oben drüber. Und wenn ich nur Kreis drücke, dann springe ich rollig. Oh, das ist ein bisschen wie Tomb Raider. Ist das cool. Was ist das? Munition, ne? Denke ich jetzt mal. Was? Oi. Lass mich nicht. Okay, die Dialoge hätten sie sich sparen können. Aber das Spiel ist echt cool, macht Spaß. Okay. Hier komme ich nicht durch. Ich glaube, ich muss hier rüber. Oder? Minen explodieren, sobald du nahe kommst. Oh Gott, sag mir das so einer. Ey, das habe ich ein bisschen zu spät gelesen. Ganz ehrlich. Hätten sie mir vielleicht ein bisschen früher sagen sollen. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Ich verzweifle schon am Anfang. Nähere dich einem Feind, bis Rihanna sich mit dem Dorn von Rühlord bewaffnet, um einen Nahkampf zu beginnen. Okay, abmurksen, sagst du? Ah, guck mal, jetzt hier. Gar nicht berührt, aber tot. Voll cool. Ich schleich mich mal. Mach's einen auf Assassin's Creed, oder? Ist ja cool. Coole Sache, echt cool. Oh. Leute, hier ohne Wort. Oh Mann, ist das blöd. Ach, Kacke. Ja, ich weiß.
Dass da drin Sprengstoff ist, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, das kann ich irgendwie... ja, looten oder so. Egal. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja gecheckpointet. Ach so, ja, stimmt ja, da war ja was. Es ist also die erste Mission. Wir müssen ein Frachtgut von der schwarzen Sonne holen. Und die schwarze Sonne, die kennen wir ja, glaube ich, aus dem ganzen alten Quatsch. Also Knights of the Old Republic oder World Republic. Dem Rollenspiel. Die dunkelsten Ecken von Coruscant. Wenn man einfach mal so will, ne? Okay. Dorn von Dylord, oder wie das wieder immer nochmal hieß. Okay, cool. Kann ich rennen? Ich kann rennen, das juckt ja nicht. Ach, siehste. Ja, das ist tatsächlich Sprengstoff. Komm her. Hab ich dich. Ach, der visiert doch, glaube ich, oder die visiert doch dann gleich einen neuen Gegner an. Ich glaube, da muss ich nicht viel machen. Komm her. Komm. Muss ich mal drauf achten. Ja, coole Sache. Ich glaube, so die erste Mission kann man auf jeden Fall mal spielen. Mal gucken, dass ich nicht über 30 Minuten bin, weil ich bin noch kein verifizierter Partner. Erst ab 50 Subscribers. Die habe ich ja noch nicht voll. Drängel ich jetzt auch nicht. Also, wenn ich irgendwann mal 50 Subscribers haben tue, dann ist das cool, aber so ist auch nicht schlimm. Ich meine, Vidme ist nicht was für jeden und ist auch noch relativ klein, obwohl ich habe gesehen, existiert auch jetzt seit 2014. Sprich 3 Jahre eigentlich schon. Überleg mal. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die nur auf Vidme vertreten sind. Oder seit 2014 halt. Ja, tatsächlich, der visiert wieder von vorne. Muss ich nicht die ganze Zeit umstellen. Das erleichtert mir so ein bisschen die Arbeit. Kann ich jetzt eigentlich Munition aufsammeln? Oder wieso geht das nicht? Okay. Ja, Level abgeschlossen. Jetzt ist die Frage. Wie lange nehme ich schon auf? Wir speichern jetzt erstmal. Und dann würde ich sagen, als Einführung reicht das. Wir sind Rihanna auf Coruscant. Unser Arbeitgeber ist Kalkatan. Und wir haben jetzt unsere erste Mission, oder unser erstes Level, wohlbemerkt, abgeschlossen. Und machen dann auch beim nächsten Mal weiter dann. Wir gucken uns das jetzt eben noch an, was jetzt passiert. Okay. Ziel. Betritt das Lager. Okay, dann machen wir aber beim nächsten Mal weiter, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis dann.